Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Aussprache zum Thema Bündnis für gute Schule. Zunächst habe ich auch überlegt, liebe Simone Oldenburg, wo das wohl hingehen wird, aber es war ja fast zu erwarten, dass der Aufschlag wieder der SPD-Parteitag ist. Den haben wir heute Morgen schon mal kurz reflektiert. Ich will das hier auch nur ganz kurz machen. Am Ende ist es wie auf allen Parteitagen, das muss jede Partei mit sich selber ausmachen, das ist bei uns auch so. Und wenn dann ein SPD-Delegierter und führendes Gewerkschaftsmitglied zu verstehen gibt, wir hatten die letzten 20 Jahre niedrige Bildungspolitik unter Führung der SPD, dann versteht der eine das als Kritik, der andere als Rückenwind. Da kann ich keinem bei weiterhelfen, das muss jeder für sich selber einordnen. Dabei will ich es dann vielleicht auch bewandeln lassen. Was wir von dem Auftritt hielten, haben wir, glaube ich, deutlich zu verstehen gegeben und dieser Organisation auch mitgeteilt. Trotzdem wird die CDU-Fraktion mit diesem Bündnis, wir sind letzte Woche, wir haben ja zu dritt oder auch zu viert an diesem Termin teilgenommen, mit dem Bündnis. Zunächst war es ja eine sehr große Runde und man hatte zu Anfang, hatte ich gedacht, na, das kann ja von der Gesprächsführung her ziemlich lange dauern. Ich muss aber sagen, es war wirklich sehr stringent geführt. Sie waren sehr gut vorbereitet und wir haben tatsächlich nach anderthalb Stunden Gespräch einen gewissen Plan verfolgt und auch vorgelegt und vereinbart, dass wir uns ja Ende des Monats wieder treffen und dieses Gesprächsangebot fortführen. Ich will aber auch dazu sagen, das kam in der Runde ja auch hoch, dass Sie sich nicht richtig mitgenommen fühlten, vorher keiner mit Ihnen gesprochen haben. Das will ich für die CDU-Fraktion ausdringlich zurückweisen. Wir haben mit jeder dieser Organisationen bei uns im Arbeitskreis zusammengesessen, mit Ihnen diskutiert, mit einigen sogar zweimal. Ich nehme an, in anderen Arbeitskreisen wird es ähnlich gewesen sein. Insofern hat dieser Gesprächsfaden immer schon bestanden und wird sicherlich auch weiter bestehen bleiben. Trotzdem finde ich es gut, dass diese Gruppen sich zusammengefunden haben. Auch so gegensätzliche Argumente, wie sie zum Beispiel beim, wir haben das ja in der Anhörung gehört, beim Thema Prüfung in der 10. Klasse auf dem Gymnasium. Da gibt es ja innerhalb dieser Organisation durchaus unterschiedlicher Meinung. Trotzdem haben sie sich zusammengefunden und versuchen jetzt einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wir haben auch festgestellt, es geht dabei nicht nur um die jetzige Novelle des Schulgesetzes. Es geht um viele andere Forderungen. Einige wurden heute ja schon genannt, ob es die Anhebung der Gehälter der Grundschullehrer, der allgemeine Stundenumfang, die Altersanrechnungsstunden, Maßnahmen gegen Lehrermangel, die Fortbildung und so weiter. Das sind alles wichtige Themen und ich habe in der Runde dann auch gesagt, es ist gut, dass man sich zusammengefunden hat, dass es vielleicht notwendig ist, und ich glaube, es wurde auch von allen bestätigt, dass wir jetzt vielleicht so eine gewisse Prioritätenliste auch aufstellen. Alles mit einmal wird nicht umsetzbar sein, weil es auch aus unserer Sicht gar nicht so schnell finanzierbar ist. Deshalb ist es gut, Sie haben das auch zugesichert, dass Sie uns zum einen Ihre Forderungen zum Schulgesetz übermitteln, dass wir da auch ganz extrem in die Gespräche einsteigen können. Und da ist es ja auch der CDU-Fraktion zu verdanken. Wir haben ja den Vorschlag gemacht, dass die Gesetzesnovelle um einen Monat verschoben wird. Linke und auch SPD haben das bereitwillig aufgenommen und dem auch zugestimmt. Insofern denke ich, haben wir gemeinschaftlich schon ein Signal gesetzt, dass wir diese Runde auch ernst nehmen. Das werden wir auch weiter so fortführen. Die CDU-Fraktion war, ist und bleibt gesprächsbereit mit dem Bündnis für gute Schule, aber auch mit anderen Akteuren. Dafür hören für mich auch noch die Kirchen dazu oder der VDP, weil auch die Schulen in freier Trägerschaft haben hier durch uns, wir sind auch deren Wächter in diesen ganzen Anhörungen und Verfahren und werden auch deren Belange weiterhin mit berücksichtigen. Und ich glaube, dann sind wir hier auf einem guten Weg für eine bessere Bildung in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank. Applaus